Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute beginnt nun die Heilige Kirche, diese ganz große Woche, wie die Kirche sie selber nennt, die Karwoche oder die Heilige Woche, indem nun die Kirche nicht nur sich erinnert an heute diesen feierlichen Palmeinzug in Jerusalem unseres Herrn Jesus Christus, wo nun die Israeliten ihre Kleider auf den Straßen ausgebreitet haben und die Palmen und ihm zurufen, Hosanna in der Höhe und so weiter. Und dann am Donnerstag feiert nun die Kirche die Einsetzung des allerheiligsten Altarsakramentes. Aber die Trauer, die Kirche wendet sich zu der Trauer, zum Verrat unseres Herrn Jesus Christus, zu seiner Todesangst im Ölgarten und dann am Karfreitag die ganze Passion unseres Herrn Jesus Christus und seinen schmerzlichen Tod, um dann sich am Karsamstag in der Vigil vorzubereiten auf die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Und wie schon gesagt, die Heilige Kirche, sie erinnert sich nicht nur, sondern sie will in ihrer heiligsten Liturgie dieses Hauptfest der Passion und des Sterbens und der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus sozusagen lebendig machen in ihren heiligen Zeremonien. Wir aber sollen uns in dieser Woche jeder Zerstreuung so enthalten, wir uns ganz tief in das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus vertiefen, um dadurch recht viele Früchte, geistige Früchte zu erwerben und so das Auferstehungsfest würdig zu feiern, mit geistlicher Frucht in unsere Seele. Und diese Einführung, die bringt uns wiederum zu unseren Fastenpredigten über dieses Leiden unseres Herrn Jesus Christus, gegenwärtig in diesen 14 Kreuzwegstationen. Und heute an diesem Palmsonntag sind wir angelangt auf dem Berge Golgotha. Und wie Sie wissen, auf dem Berge Golgotha finden wir nun in diesen 14 Kreuzwegstationen drei Stationen, die sich dort auf dem Kalvarienberge ereignen. Und der Platz, der Ort, wo immer unschuldiges Blut nun vergossen wird, berührt alle Menschen und berührt sie mit Schrecken und mit Angst. Aber das unschuldigste Blut, das jemals vergossen worden war, wurde vergossen auf dem Kalvarienberg, das kostbare Blut des menschgewordenen Gottes. Und Millionen von Menschen in jedem Zeitalter, in jedem Jahrhundert haben nun diesen geheiligten Ort, diesen heiligsten Grund, den Kalvarienberg geküsst, der geheiligt wurde sozusagen mit dem Blut unseres Gottes. Der Kalvarienberg wird für immer der heiligste Platz auf dieser Welt sein. Und Millionen haben sich diesen Berg vorgestellt
wenn sie das ihr heiligstes Kruzifix des Rosenkranzes oder ein anderes Kruzifix küssen. Bei diesen drei Stationen sollen wir nun im Geiste uns auf diesen Berg beigesellen, auf diesen heiligen Ort. Und was sehen wir da vor unseren Augen bei der 10. Station? Jesus ist beraubt seiner Kleider. Und mit großer Gewalt reißen nun die Schergen von unserem Herrn Jesus Christus seine heiligen Gewänder. Und wie schmerzlich muss doch dies gewesen sein, da doch das Gewand unseres Herrn Jesus Christus an diesen Wunden, an diesem Blut klebt. Und mit aller Gewalt, mit Fluchen und Zornesworten reißen sie ihm nun dieses Gewand von seinem Körper und reißen mit dieser Gewalt wiederum viele Wunden auf. Und dieses Blut und dieses Blut fließt wiederum von seinen Wunden und wiederum muss er einen schmerzlichen Schmerz aushalten. Was für ein schreckliches Leiden, was für ein herzzerreißendes Leiden muss nun der jungfräuliche Heiland hier bei dieser Station erdulden. Er ist beraubt, als seine Kleider fast nackt vor allen Leuten. Er ist entblößt vor den schamlosen Schergen und Verbrechern, vor der vulgären Menge, die seinen Tod gefordert haben. Bedeckt nur mit dem Rote seines heiligsten Blutes. Nun, der ewige hohe Priester steigt nun empor zum Altar des Kreuzes, um zu sühnen für die menschliche Schamlosigkeit, für die menschliche Unreinheit und Unkeuschheit. Und die Sonne, als Jesus am Kreuze dann ist, es scheint so, dass die Sonne selbst einen dunklen Vorhang um unseres Herrn Jesus Christus zieht, um dieses Opfer auf Kalvaria neugierigen Blicken zu verhüllen. Die Engel verhüllen ihr Angesicht. Und wir, gläubige Christen, die wir uns als solche bezeichnen, wir sollten unsere Augen schließen und unsere inneren Augen unserer Seele weit aufmachen und unsere Kreuzesmeditation, unsere Kreuzesbetrachtung hier auf unseren Knien vor diesem erbarmungswürdigen Ecce Homo-Bild auf dem Kalvarienberge machen. Wie schon der Prophet des alten Bundes sagt, dass vom Schädel bis zu den Füßen nichts Heiles mehr an ihm sei, keine Schönheit zu sehen, sein ganzer Körper verwundet, und an vielen Orten, an vielen Stellen seines Leibes sehen wir das Fleisch weggerissen bis zu den Knochen. Sein heiligstes Angesicht mit Striemen verwundet, so dass man es fast nicht einmal erkennen kann. Und die Dornenkrone wiederum auf sein Haupt gedrückt ein zweites Mal. Es stimmt, was der Prophet sagt, ein Wurm und kein Mensch mehr. Er zittert und bebt
mit der größten Schmerzespein. Er spricht nicht, er betet nur. Ihr Berge fallt über mich und bedeckt meine Nacktheit. Ihr Hügel kommt über mich. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch der Schamlosigkeit von mir vorüberziehen. Und er leidet bei dieser Station, wie schon gesagt, wegen der menschlichen Schamlosigkeit. Und bei dieser Station sühnt nun der Heiland für die Sünden der Schamlosigkeit, der Unreinheit und der Unkeuschheit. Unser Zeitalter hat nun, und da dürfen wir uns keiner Illusion hingeben, hat total den Sinn der Sittenhaftigkeit, der Reinheit des Leibes, der Keuschheit total, aber total verloren. Das Laster der Unreinheit geht einher, ohne im Gesicht rot zu werden, ohne Scham, wie man sagt, auf den Straßen unserer Städte und Dörfer. Das Laster ist nicht nur toleriert, es ist angepriesen in der Kunst, in den Filmen, in den Büchern, in den unzähligen Magazinen und Filmen. Und hier bei der 10. Station, Jesus sühnt für all auf dies. Er sühnt für die Sünden der Leidenschaft. Er sühnt für die Frauen, die total jeden Respekt für ihre Weiblichkeit verloren haben. Der nackte Erlöser bei der 10. Station sühnt für die Sünden unserer jungen Leute, unserer jungen Christen. Er sühnt für so viele Ehen. Er sühnt für so viele Eltern, die Sünden begehen und die Bürden des Ehelebens nicht tragen wollen. Und hier bei dieser Station bietet er die Vergebung, die Barmherzigkeit für alle diese Sünden an. Gehen wir nun zur 11. Station auf dem Kalvarienberge. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Und wir sollten dieses Bild der Annagelung unseres Herrn Jesus Christus an das Kreuz tief, ganz tief in unsere Seele dringen und sinken lassen. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Beraubt von seinem Gewand, Jesus wird aufs Kreuz hingeschmissen, seine Hände und seine Füße schrecklich angenagelt an das Kreuz, und er ist stille. Und diese Stille wird auch ausgedrückt, diese Stille am Kreuz unseres Herrn Jesus Christus wird ausgedrückt, auch dadurch bei der Heiligen Messe, durch die Stille des Kanons. Vergessen wir das nicht. Und unser Herr Jesus Christus erleidet geduldig. Und jeder Hammerschlag antwortet er mit einem stillen Gebete zu seinem Vater. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und wir haben fast keine Worte, um diese schwärzeste Tat
in der ganzen Menschheitsgeschichte in menschliche Worte zu fassen. Das Geschöpf nagelt oder schlägt seinen Schöpfer an das Kreuz. Kinder schlagen ihren Vater an das Kreuz. Und du und ich, wir schlagen einen Nagel in seine Hand. Wir schlagen einen Nagel in seine Füße, wenn immer wir eine schwere Sünde begehen. Und alle diese schweren Sünden, selbst die Sünden von uns, waren unserem göttlichen Heiland bei diesem Augenblick und alle Augenblicke seines Lebens gegenwärtig. Und wie muss das Herz Jesu doch gelitten haben bei dieser schwärzesten Tat der Menschheit? Man müsste die Zunge eines Kerubes haben, um diesen Schmerz, diesen unaussprechlichen Schmerz des Körpers unseres Herrn Jesus Christus und die Angst, die Todesangst und das innere Leiden seiner gottmenschlichen Seele auszudrücken. Man bräuchte nun das Herz eines Seraphes, um zu sprechen über die Liebe, die nun in diesem Herzen Jesu, in diesem göttlichen Opfer gebrannt hat. Man müsste die Liebe des heiligen Paul vom Kreuze haben, um aussprechen zu können, was für ein Leiden er mitgemacht hat. Der heilige Paul vom Kreuz, dieser Gründer des Passionistenordens, der Tausende durch seine Predigten weinend gemacht hat und sie zur öffentlichen Buße getrieben hat durch seine Predigten. Und diese 11. Station, sie soll eine Schule der Geduld, eine Schule der Beharrlichkeit und der vollkommenen Ergebung in den heiligen Willen Gottes sein und werden. Wenn wir das Lamm Gottes am Kreuze betrachten, das so geduldig leidet, so lieblich und so liebend er die Strafen annimmt, die wir eigentlich an seiner Stelle verdient hätten, sollten wir da nicht ein jedes Kreuz, das Gott aus reinster Liebe auf unsere Schultern legt, sollten wir es nicht willig und mit ganzem Herzen annehmen? Aber was machen wir? Und selbst der Schächer, der gute Schächer, hat dies verstanden, wenn er ausgesprochen hat: Wir leiden gerechterweise, aber dieser, was hat er Böses getan? O Jesus, wenn ich betrachte, wie viel Sünden ich begangen habe und wie wenig Buße ich dafür getan habe. Und deshalb will ich alle Kreuze, die du mir auferlegst, geduldig annehmen und ertragen. Hier bei der 11. Station will ich gleich meinem Erlöser meine Hände ausstrecken und ich will mich in den Willen Gottes während meines ganzen Lebens ergeben. Mit dem heiligen Augustinus will ich sprechen: Hier schneide,
hier brenne, aber bewahre mich in der Ewigkeit. Und wenn ich angenagelt werde und bin an das Kreuz der Leiden, so will ich mein Kreuz küssen und sagen, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wenn ich an das Kreuz der Verspottung, der Ehrabschneidung, der Ohrenbläserei angenagelt werde, wenn Menschen, denen ich nichts getan habe, mich schlecht behandeln und mich demütigen, so will ich das Kreuz küssen und sagen, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern der Dein. Oh, was für ein Reichtum diese Lehren doch sind, die wir lernen können von diesen drei Stationen auf dem Kalvarienberg. Die zwölfte Station. Jesus stirbt am Kreuze. Wenn wir das Kreuz mit unserem Herrn Jesus Christus angenagelt betrachten, bedenken wir doch, sein Haupt ist geneigt, um jede Seele zu küssen. Seine Arme sind ausgestreckt, um jede Menschenseele zu empfangen. Und sein Herz durch den Lanzenstich ist geöffnet, um jede Menschenseele zu empfangen. Und unser Herr und Heiland stirbt am Kreuze, um uns von der ewigen Höllenqual, vom ewigen Tod zu bewahren und zu erlösen. Und dieser Gedanke würde genügen bei dieser zwölften Station. Wir müssten nur zu ihm aufschauen, ernsthaft, mit aufrichtigem, reuevollen Herzen. Und wir sollten unser Herz zu ihm, unserem Erlöser am Kreuze, sprechen lassen. Was für ein Geheimnis, es ist ein großes Geheimnis der göttlichen Liebe. Was für ein Geheimnis der Liebe, dass ich dich, den Erlöser, in den Tod geschickt habe durch meine Sünden. Und dein Tod gibt mir und gab mir das Leben. Ich habe ihn verkauft für 30 Silberlinge. Im Augenblick einer sündhaften Lust. Und er hat meine Seele, die ja sein Eigentum ist von aller Ewigkeit her, zurückgekauft durch sein kostbares Blut. Ich habe ihm sein Gewand heruntergerissen. Und er hat durch seinen Tod mich wieder begleitet mit dem wunderschönen Gewand der heiligmachenden Gnade. Ich habe sein Blut vergossen und dieses Blut, dieses kostbare Blut, schreit zum Himmel. Nicht nur damals, jeden Tag täglich bei der Heiligen Messe um Barmherzigkeit beim Vater im Himmel. Was für ein Geheimnis der göttlichen Liebe. Und die Menschen, sie vergessen es. Sie haben es fast vollständig vergessen. Er hat gesühnt meine Ungerechtigkeit. Er hat mir nur
Gutheiten getan. Christus starb. Und dieser Gedanke soll uns in dieser Woche die Leitschnur sein. Christus starb, damit wir leben. Und deshalb, so sagt der Apostel, lasst uns leben für ihn, der für uns gestorben ist. Und deshalb sollen wir uns, wir haben erst das Fest der schmerzhaften Mutter gefeiert am Freitag, so sollen wir uns ganz besonders in dieser Woche von ihr uns an die Hand nehmen lassen und uns einführen lassen von ihr in die Geheimnisse der Passion unseres Herrn Jesus Christus. Und wir sollen sie bitten, dass sie uns die Früchte in einem vollkommensten Grad, die Früchte der Lösung in einem vollkommensten Grad vermittelt, dass wir die Früchte der Erlösung wiederum in unserer Seele gnadenhaft erfahren. Dass sie uns vermittelt die Gnade, dass wir ihn, den gekreuzigten Herrn, lieben. Mit einer ganz großen Liebe. Mit der Liebe der Mutter Gottes. Nicht nur diese Karwoche hindurch, sondern täglich, stündlich und dies mehr und mehr. Vergessen wir es nicht an diesem Sonntage und während dieser heiligen Karwoche. Er starb für mich, damit ich leben kann. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.